bin's, eure Maren. Heute zu Gast die Kathi und die Farina. Hi. Und hier bei Ehrlich gesagt haben hier ganz, ganz tolle Umschläge und wissen selber nicht, was da drin ist. Und ich bin jetzt einfach mal so frech und nehme den grünen, weil das ist meine Lieblingsfarbe. Okay, cooles Thema. Können Jungs und Mädchen nur Freunde sein? Wie bleibt man befreundet nach einer Beziehung? Geht das und will man das überhaupt noch nach einer Beziehung haben? Sehr cooles Thema. Was hast du für eine Reaktion, Maren? Ja, auch. Sind wir uns sehr einig? Eigentlich. Also ich bin ja der Meinung, dass man nicht richtig Freunde sein kann, also Männer und Frauen. Also jedenfalls nicht eine sehr, sowas wie eine beste Freundin ersetzen, wenn also, er denn hetero ist. Eigentlich muss ich den hier machen, weil ich habe nämlich einen besten Freund und der, es ist für mich wirklich, also klar, mein Freund ist auch mein bester Freund, aber ich habe auch einen sehr, sehr guten Freund, wo ich sage, das passt perfekt. Das habe ich auch. Also das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Bevor ich den hatte, konnte ich mir das aber wiederum auch nicht vorstellen. Das ist es nämlich. Also ich dachte immer so, okay, die haben eh immer Hintergedanken und bla, du kannst denen nicht offen mit denen sprechen und so weiter. Aber es hat tatsächlich geklappt, aber ich muss es auch erst erleben, bevor ich das geglaubt habe. Also ich bin da nämlich so geteilter Meinung. Ich glaube nämlich, es ist wirklich super, super schwer, wenn man eine Beziehung hatte, danach wirklich mit dem man wirklich so intim war, mit dem man so viel erlebt hat, so viele Streitigkeiten, die einfach komplett auszublenden und einfach bei einer Freundschaft weiterzumachen. Kommt allerdings jetzt ein Junge in mein Leben, wo ich sage, hey, der ist cool drauf. Und dann denke ich, da geht auf jeden Fall eine Freundschaft. Da muss, aber das muss von vornherein klar sein. Da darf nie irgendeine Unstimmigkeit sein, sodass, man weiß nicht, will der was von mir oder nicht? Oder sind wir jetzt doch nur Freunde? Ja, aber selbst wenn das passiert, selbst wenn sich derjenige in einen vergucken sollte oder man selber vielleicht sich denkt so, der ist ja schon ganz, ne, so. Man kann da ja wirklich dann, wenn man offen ist und ehrlich ist, sofort gegen anspielen und sofort sagen, okay, pass auf. Nee, für mich ist das wirklich nur Freundschaft und sowas kann auch manchmal einen zusammenschweißen, finde ich. Da gibt es halt auch immer so Unterschiede, finde ich. Wenn du jetzt wirklich einen besten Freund hast, dann ist das ja ganz häufig, dass man sich schon aus der Kindheit kennt. Dass das dann funktionieren könnte, kann ich mir vorstellen, weil man dann ja wirklich so zusammen aufgewachsen ist und man so das Gefühl hat von Bruder und Schwester vielleicht, aber zum Beispiel jetzt mit dem Ex-Freund beste Freunde werden. Wenn dann ein neuer Freund kommt, ich denke, spätestens da wird es einfach schon deswegen total schwer. Nee, also der Ex-Freund, der würde für mich definitiv nicht gehen, aber wenn du wirklich es klarstellst oder generell, also ich finde, wenn man durch Höhen und Tiefen geht, dann ist das gar nicht mal so verkehrt für eine Freundschaft, wenn man wirklich auch sich vielleicht in einer Freundschaft mal vergucken sollte, wenn man das klarstellt. Glaube ich nicht. Da glaube ich nicht dran, weil, das wird immer einseitig sein und es wird immer dieses Gefühl mitschwingen, zumindest bei mir, dass ich kann nicht mit dem über jetzt jemand anderen reden, den ich date, oder der wird mir immer zum Negativen raten, was den anderen angeht oder so. Ich finde, man muss da aber auch nochmal differenzieren. Wir reden jetzt darüber, Männer und Frauen können Freunde sein. Natürlich können sie Freunde sein. Ja, also das möchte ich überhaupt nicht irgendwie verneinen oder so, aber es geht ja wirklich darum, können die beste Freunde sein. Und wie man dann jetzt einen besten Freund definiert, ist vielleicht auch ein bisschen schwierig. Man hat auch manchmal die Situation, dass man vielleicht auch zu viel hineininterpretiert. Dass man sagt, okay, man kann sich auch, glaube ich, selber in sowas reinsteigern und sagen, oh, wir haben so viel gleich und wir sind so ähnlich. Und alle fragen ständig und andere Leute. Das ist so der Einfluss auch oft. Ne, dass das sie kann sagen, dann sein. Ja, und als ob da nichts läuft, komm, sei doch mal ehrlich, so nach dem Motto. Und abends denkst du dir dann nur so, könnte doch nicht irgendwie. Und dann kann es sein, dass da sogar wirklich das was probiert allein vielleicht genau, auch schon. Genau, dass dann sowas schon dabei rumkommt. Aber manchmal finde ich eigentlich, eine Freundschaft ist manchmal auch viel, viel wichtiger oder viel, viel interessanter als eine Beziehung in der Art. Gerade so zwischen Mann und Frau, man kann sich über so viele Sachen unterhalten. Mit den Sachen kann man vielleicht nicht zu der besten Freundin gehen. Also ich finde, so eine beste Freundschaft zwischen Mann und Frau ist wichtig, geht auch, auch wenn man sich viel sieht. Kompliziert wird es dann nur, wenn dann wirklich ein anderer Mann noch zusätzlich reinkommt ins Leben, der dann den Beziehungspart halt übernimmt. Da muss man abwägen, weil es gibt viele, die kommen damit überhaupt nicht klar. Ich glaube, man kennt diese Situation, selbst wenn ich jetzt einen Jungen habe und der hat eine beste Freundin und ich komme dann ins Leben, das ist halt einfach eine sehr schwierige Situation. Definitiv. Weil man natürlich denkt, da läuft was, die verstehen sich so gut, die lachen so viel miteinander. Hattet ihr sowas in der Freundschaft oder so schon mal gehabt, irgendwie in der Art, dass ihr gesagt habt, der beste Freund oder könnte? Irgendwie, weil du jetzt... Genau, ich hatte sowas mit meinem Kumpel, beziehungsweise mit seiner
Ische. Also da ist nie was draus geworden. Aber zur Anfangsphase war es dann schon so, dass sie extrem eifersüchtig war und ne, damit sich nicht wohl gefühlt hat, dass auch direkt ihn damit konfrontiert hat. Und der aber von vornherein meinte, hey, ne, das, sowas wird überhaupt nicht diskutiert, das ist Blödsinn. Immer, das habe ich ihm immer sehr hoch angerechnet. Also mich persönlich, wenn mein Freund eine beste Freundin hat, da könnte ich vielleicht mit klar kommen. Ja. Aber es kommt halt wirklich darauf an, wie er mit ihr umgeht. Ich habe schon mal jemanden kennengelernt, der hatte auch eine beste Freundin. Und da war so eine Spannung zwischen denen. Also da konnte mir keiner erzählen, dass die nur Freunde sind. Manchmal denke ich mir halt auch, dass viele sich als beste Freunde bezeichnen, aber vielleicht einfach nur Angst vor einer Beziehung haben. Das gibt es bestimmt auch. Ja. Und dann wird es halt wirklich schwierig, wenn da wirklich noch jemand anderes dazu kommt. Also man muss immer so ein bisschen abwägen. Aber wenn man wirklich jemanden liebt und wirklich Vertrauen hat, dann sollte eigentlich das auch nicht das Problem sein, wenn zum Beispiel der feste Freund eine beste Freundin hat oder andersrum. Nochmal zurück zum Thema Ex-Freund. Will man denn überhaupt mit dem dann vielleicht befreundet bleiben? Wenn er Schluss gemacht hat, würdest du es auch nicht wollen, mit ihm befreundet zu bleiben oder gar nicht? Wenn er Schluss gemacht hat, weg. Ja. Wenn du Schluss gemacht hast, auch weg. Du würdest auch gar nicht kommen mit dem Thema, wir können ja Freunde bleiben. Keine Kompromisse, was das angeht. Also, ne, ich mache auch keine halben Sachen. Ja. Also gerade diese Phase, die man da überstehen muss, sozusagen, beziehungsweise worüber man hinwegkommen muss, das muss komplett getrennt sein. Also so krass sehe ich das jetzt vielleicht gar nicht so. Also wenn es kommt natürlich auch mal darauf an, wie die Trennung verläuft. Wenn die Trennung jetzt wirklich so ein Rosenkrieg ist, ne? Wo dann einer fremd gegangen ist oder was weiß ich, wo man wirklich so das Vertrauen und die Liebe gerade so wirklich zack beendet wird, dann wird es ganz schwierig, wenn Freunde bleiben. Aber was ist denn, wie seht ihr das, wenn man wirklich sich so langsam auseinanderlebt? Die Liebe ist halt nicht mehr da, aber man kommt immer noch total gut miteinander klar. Also ich persönlich hatte diese Situation noch nicht. Ich habe mich noch nie so in Frieden und so sachlich getrennt einfach, ne? Deswegen könnte ich das glaube ich nicht, aber das ist halt so typbedingt, glaube ich auch total, ne? Also ich sag von vornherein nein, das geht nicht. Mhm. Also Freundschaft, ich glaube schon, wenn du halt wirklich dich so auseinanderlebst und wenn du wirklich lange zusammen warst und wenn wirklich beide Parteien sagen, hey, pass auf, es klappt einfach nicht mehr und beide Parteien auch wirklich gar nichts mehr füreinander empfinden, aber auch mit dem besten Freundin-Ding, das glaube ich, wird schwierig. Da mit dem also es gibt immer wieder solche Phänomene. Also meine Schwester zum Beispiel ist richtig beste Freunde mit ihrem Ex-Freund. Und das ist so, aber trotzdem passieren da so viele Fails, dass man sich wieder sagt, hey, das ist unmöglich, es geht nicht. Also das ist so das lebendige Beispiel dafür. Ja, also auf jeden Fall. Just saying. Ja, und ihr könnt ja einfach mal sagen, was ihr dazu denkt. Geht das? Beste Freunde, Mann, Frau, geht das nach der Beziehung überhaupt? Ihr könnt es auf jeden Fall mal gerne in die Kommentare schreiben, wie es bei euch aussieht, ob ihr das in Ordnung findet und was da für Kriterien wichtig sind. Unsere Meinung kennt ihr und ja, wir sehen uns einfach das nächste Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.